Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Serious Sam. Das letzte Mal waren wir in Theben und haben einen Satellit aktiviert. Und jetzt? Jetzt sind wir bei der großen Pyramide und es geht sofort weiter. Wir sind jetzt ganz nah an der großen Pyramide. Sie ist das Ziel unserer Reise. Alle meine Sinne spielen verrückt und ich glaube, dass etwas Gewaltiges passieren wird. Aber ich weiß nicht was. Ich spüre leichte Erschütterungen, vielleicht ein schwaches Erdbeben. Bestimmt kein Grund zur Sorge. Ich kann dir nur raten, zur Pyramide zu rennen. Viel Glück. Ich glaube, das werden wir auch brauchen. Ja, wir haben wieder eine Menge Munition. Hier mehr Rüstung. Ah, ein Munitionskit. Das war edel. Gehen wir mal hier rein. Was uns wohl hier erwarten wird. Elendlange Kämpfe. Oh. Ah, ich hoffe, ich kann gut in der Zeit liegen. Bam! Verdammte Journey! Yeah, Munition! Yeah. Ich baller dir einfach so, ne? Je schneller, desto besser. Da benutze ich lieber das hier. Oh yeah, das ist der blanke Shit. Damit habt ihr nicht gerechnet, gell, ihr Johnnies? Wer würde den lieben Johnny so oft klonen? Ich weiß es nicht. Also ich werde es nicht tun. Ah. Ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, sobald dieses Let's Play vorbei ist. Nicht wegen dem Spiel, sondern wegen der Qualität der Aufnahme. Es ist einfach nicht optimal für Ego-Shooter-Spiele. Das habe ich jetzt eingesehen. Vielleicht, wenn ich es optimieren kann, mache ich den zweiten Teil auch, ne? Aber du vielleicht. Verdammte Journey! Mein Johnny Brutzler 3000. Der zweite ist oder so besser. Ich hätte lieber den zweiten spielen sollen. Egal, wir haben hier auch viel Spaß mit unseren Journeys. Yeah. Ah, Junge. Meine Munition mit alle. Ah. Okay, wer oder was klont Johnny die ganze Zeit? Verdammt, das ist illegal. Und das wisst ihr. Niemand klont einen Johnny. Oh, verdammt. Gib mir aus dem Weg, ihr Schweine. Gib mir aus dem Weg. Aus dem Weg. Oh Junge, sobald diese Folge rauskommt, endlich ist ein Spiel angekommen, das ich schon seit Monaten suche. Und vergebens nirgends gefunden habe. Aber es ist da, ich habe es. Ah, ist genau. Yeah. Ich habe es endlich bekommen. Was es sein wird, ihr werdet es sehen, sobald ich es spiele. Und dann sage ich es auch noch. Okay, wie schnell kann ich mich bewegen? Ah, okay. Das geht. Kommt schon, ich habe nicht ewig Zeit. Yeah. Oh, jetzt kommt die von da. Verdammten Johnny-Klone. Oh. Nachschub von da. Der Johnny-Brutzler 3000. Der macht gute Arbeit. Verdammt gute Arbeit. Verdammt. Es nimmt einfach kein Ende. Aber wir haben ja unendlich Munition, also ist alles machen. Jetzt kommt ihr von da wieder. Kein Problem. Kein Problem. Yeah. Einfach hin und her laufen, heißt die Taktik. Ja, es geht Zeichen. Okay. Wunderbar. Okay.
Okay, wo kommst du? Wo kommst du? Da. Ah, jetzt kommt der von hier. Wer hat denn überlebt? Verdammte Schweine! Munition! Was kommt jetzt? Ah, da! Sieben auf einen Streich. Ah, da kommt ihr. Das wird doch verdammt nervig. Danke. Ich bleib lieber mal hier, dann habe ich sie in so einem Blickfeld. Verdammte Bullen! Oh verdammt! Verdammt, die Schweine! Wie sie keine Chance haben. Ich bin hier voll geschützt hinter euren Leichen. Okay. Über Munition. Stirbt endlich! Du verdammte Schwein! Headshot! So. Komm schon, wer ist der Nächste? Wer ist der Nächste? Aha. Ich glaube, das Beste ist, ich setze mich in irgendeine Ecke ab. Verdammt. Verfluchte Wichser. Mach ich alle. Dreckige Schweine. Das sollte reichen. So. 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 One hit KOs. Ah, verfluchte Roboter. Das ist gezeichnet. Muss ich ganz langsam manchmal ranschleichen. Aber nicht mit mir. Mach ich alle ver. Du schon wieder. Das ist gezeichnet. Ich brauche Munition. Wir greifen mal zu dem da. Nein. Das ist nach meinem Geschmack. Stirbt ihr in dem Biester.
Who knows? Massenvernichtungswaffen. Räumen wir die erste Seite und dann bleibt nichts mehr für die zweite Seite. Okay. Das funktioniert doch verdammt gut. Yeah. Von Munition. Ich glaube, das funktioniert besser. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ja. Na so. Headshot. Ja, gibt nicht viel zu sagen, ne? Ich sollte irgendwas erzählen. Ich habe aber nichts. Verdammt. Verdammtes Spiel, du bringst mich dazu, nichts zu sagen. Ich hab den Teufel gemacht, der Teufel. Munition. Ja, ist auch ein verdammt langweiliges gerade. Ich meine, es ist nur wild mit der Kanone rumballern. Und sonst ist es eigentlich auch nichts. Ja, ja, wie gesagt, das Spiel ist, ja, es ist tricky. Der zweite Teil ist besser. Eindeutig. Ah, welche Welle kommt jetzt? Ah, ja, oh, ja. Nur hier. Kann ich ja wieder meinen Brezler benutzen. Mein Journey-Brezler. Verdammte Journey. Mach dich vom Acker, ihr Journeys. Einfach quer durch die Reihe schießen. Bang, bang, bang. Oh, verdammt. Verdammte Journey-Brezler. Du brezelst die Journeys nicht schnell genug. Nein, das ist die Pyramide. Verdammt. Stirbt. Sterbt ihr, Johnnies? Ja. Weg mit euch! Was kommt jetzt? Oh! Oh mein Gott, Leute, wir haben es geschafft! Wir sind endlich durch! Ich brauche Munition. Das ist wichtig. Es könnten noch mehr dumme Gegner kommen. Wir brauchen Munition. Nein. Haben wir es also endlich geschafft? Oh. Okay. Ich habe so ein schleimiges Gefühl, wir sollten uns beeilen. Pyramidennahrung, sich damit auseinanderzusetzen, wäre bestimmt nicht klug. Es sieht zu ernst aus. Du hast keine Waffe, die stark genug ist für diese Monster. Wir müssen in die Pyramide, vielleicht sind wir dort in Sicherheit. Lauf zur Pyramide, so schnell du kannst. Die Kanone ist jetzt dein bester Freund. Okay. Shit. Oh ja, die Kanone ist mein bester Freund. Verdammtes Schwein! Lasst mich in Ruhe!
Verdammtes Schwein, Mann. Ich muss die Schweine loswerden. Das ist mein größtes Problem. Verdammt. Halt doch mal auf. Oh, das ist so nervig, dass die einen rumkicken. Hör doch auf. Hör doch auf. Hör die Schweine. Gott im Himmel nochmal. Lass mich alle in Ruhe. Geht mir alle aus dem Weg. Ich hab gesagt, aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg. Na, da Mist. Stirb, Nigger. Verdammt, ich hab's schon wieder gesagt. Sowas sollte ich nicht sagen. Du willst es also wissen? Oh, ich kann es voll töten. Kanone! Yeah! Mach Tür auf! Komm schon! Machst du jetzt bei Tür auf? Eigentlich machen wir Gutschein. Hang! Hang! Yeah! Mach Tür auf. Oh. Ausgezeichnet. Da sind wir in der Pyramide. Gut gemacht, Mr. Sam. Die Frage ist nur, können wir entkommen? Okay. Das ist nicht mal Hightech. Yeah. Oh, okay. Interessant. Sehr interessant, Leute, sehr interessant. Ja, ich bin gerade total sprachlos, oh mein Gott. Sind wir die Schiffe verschlagen? Das sieht aus wie bei Independence Day. Aber nur so ein bisschen. Okay. Oh, okay.
Okay, das ist logisch, das ist klar. Wir wussten schon immer, dass Ägypter mit Aliens kommuniziert haben. Irgendwas sagt mir, dass es mir nicht gefällt. Ich weiß genau, was ich zu tun habe. Ich muss mein Messer ziehen. Analysieren. Jetzt musst du eine Möglichkeit finden, den Teleportationsstrahl zu aktivieren. Ich bin nicht sicher, aber dieser Strahl könnte tödlich sein. Die Syrianer wollten sich bestimmt schützen. Wahrscheinlich können nur bestimmte Arten in das Raumschiff teleportiert werden. Andere werden einfach zerstört. Wir können nur hoffen, dass die Menschen Zutritt gewähren. Los, Sam, aktiviere den Strahl. Okay. Das macht mir geile Sprung-Action. Oh yeah. Das hat mir schon mal eins aktiviert. Gehen wir das zweite aktivieren. Yeah. Währenddessen ballern wir diesen Fatzke. Verrüstung. Und Sprung. Heureka. Bisschen zurück. Yeah. Damit hat er 3 aktiviert. Mach die Vermacke. Rocketman. Die Munition will ich haben. Yeah. Wir müssen jetzt nur noch auf dieses Licht da locken. Oder? Genau. Ah ja, jetzt komm doch einmal in die Mitte. Genau, komm zu Daddy. Aktivieren wir es noch einmal. Während wir ihn frontal bearbeiten. Oh yeah, das macht Damage. Hüpferchen durchs Kreischen. Ich bin zu schnell, ich bin serious. Man könnte mich trotzdem in Ruhe lassen. Mach die Vermarke. Eins fehlt noch. Komm schon, Sam. Schaffst du es? Yeah. Auf den Strahl. Mann, komm schon, fick dich. Die laufen auch nie, wenn sie laufen sollen, die Gegner. Ja, ich konzentriere mich jetzt einfach aufs Laufen. Ja,
So ist das. Meine ich schon genug Probleme mit solchen Endgegnern, die mich nicht besiegen kann auf normale Weise. Bleib bitte in der Mitte stehen, ey. Bleib einfach da stehen. So ein blöder Gegner, ey. Einfach Leben genießen, Leute. Einfach Leben genießen. Einfach Leben genießen, aber. Bleib da stehen. Verdammter Hippie. Gott verdammt mal. Das hat sie mir jetzt den Rest gegeben. Der Hippie, ey. Jetzt geh doch einfach in die Mitte, hör auf zu laufen, bleib in der Mitte stehen. Und du Schiff, feuern Sie mal. Geht doch. Yeah. Den Rest gegeben, Schwallbacke. Wow. Wow, wow. Oh. Tja. Das war's, Leute. Mm. Yeah. Ausgezeichnet. Yeah. We're sorry. It is not necessary to dial a 1 when calling this number. What the? Would you please hang up and try your call again? Not again. Yeah, this is Sirius Sam calling for mental. I guess you're not home right now. I have a special delivery package for you. I'll be there soon to give it to you in person. I'm on my way over right now. Thanks, bye. It's time for bed, kids. Cartoons are over. Yeah! Was gesagt, hä? Was? Das ist wahrscheinlich die schönste Melodie, die ihr jemals hören werdet, wenn ihr sie hört. Oh yeah. Das ist ein funky Jive Chorus. Ugh. Okay, das Spiel ist vorbei. Wunderschön. Alles in Ordnung. Sam ist jetzt mit den Aliens weggeflogen, um mental hinterher zu jagen. Er möchte ihm ein schönes Präsent geben. Mal gucken, ob er das schafft. Wir wissen es nicht. Vielleicht werden wir es irgendwann erfahren, wenn ich die Einstellung richtig hinkriege. Aber so spiele ich keinen weiteren Ego-Shooter mehr. Nein. Also was ist heute denn so angekommen? Bei mir ist heute angekommen ein ganz spezielles Spiel. Das werdet ihr aber noch erfahren, sobald ich spiele. Und dann ist heute angekommen Crash Bandicoot, der Zorn des Cortex. Und Crash Bandicoot, Twinsanity. Unglaublich. Und ja, sobald die zweite Ära angebrochen hat, werde ich die spielen. Irgendwann.
Aber wir kommen ja noch in der ersten Ära rum. In der Ära der PlayStation 1. PlayStation. Ah. Mm. Und solange wir da noch rumkommen, in der Ära der PlayStation 1, werde ich auch nur PlayStation 1 Spiele und PC Spiele machen. So läuft das halt. Das ist das Leben. Und das Leben dir Melonen gibt, dann machst du Melonenbrötchen draus. Und wenn das Leben dir Kartoffeln gibt, machst du einen Kartoffelsalat draus. Ganz einfach. Okay. Oh. Mit seinen geschmeidigen Brötchen sieht er filigran und fast schon skurril aus. Er ist ein Biomechanoid. Klein. Oh, ein syrianischer Werbulle. Seine Hörner verraten, dass er viel zum Aufspießen hat. Doch er hat wohl kleine Hinterläufe. Und Mama Biomech. Oh. Ich bin erster Platz. Das hätte ich nicht erwartet. Was gibt's noch? Es gibt noch eine Demo, gucken wir uns eine. Verdammt, es gibt Demos. Soll ich eine Demo zeigen? Wollt ihr eine Demo sehen? Hä? Okay. Bei 3 Millionen Likes auf dieses Video seht ihr eine von diesen spannenden Demos. Boah. Nein, ernsthaft. Falls euch das Video gefallen hat, dann bitte deabonnieren, haten und disliken. Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Aber nicht vergessen, gell? Nicht vergessen. Deabonnieren, haten und disliken. Für ganz große. Ciao.